네, 안녕하세요. 유로킨입니다. 네, 이렇게 모든 주에서 일말의 논쟁의 여지도 없이 절대 안 된다. unterzudrücken, so ähnlich wie in Südkorea, dass 그리고 독일에서 지금 코로나 앱이 실행된 지가 3주 정도 좀 말도 많고 탈도 많은데 돈이 얼마나 들었는지 혹시 아시나요? 독일인들의 코로나 초기 단계 때와 약 3개월이 지난 현재 시점에서 마스크와 코로나 앱에 관한 인식이 많이 달라져서 격세지감을 느끼게 하는데요. 네, 엊그저께 맥클렌 포퍼먼트 경제부 장관이 마스크 의무화를 해제하자. Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern hatte die Diskussion in Gang gebracht und ein baldiges Ende der Maskenpflicht gefordert. Das Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern ist maximal ein Fall pro Tag auf 1,6 Millionen Einwohner, wenn man Von der Bundesregierung heute ein klares Nein zu einem Ende. So viele aktive Infektionen auf der Welt wie noch nie zuvor. An einem einzigen Tag. Das heißt, wir müssen weiter aufeinander achten und Maske tragen, insbesondere Maske tragen schützt da einen selbst, aber vor allem auch die anderen. In den Geschäften wird es also erstmal dabei bleiben. Maske auf und 네, 이렇게 모든 주에서 일말의 논쟁의 여지도 없이 절대 안 된다. 이렇게 만장일치로 결정을 했어요. 참, 3개월 전하고는 참 다른 현상이죠. 그럼 3개월 전에는 마스크에 대한 인식이 어땠을까요? Kann das eben Sinn machen? In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung. Gesellschaftlich sich entwickelt, dass jeder den anderen auch schützen will, dann ist das in Ordnung. Eine Pflicht sehe ich nicht. 네, 정말 격세지감을 느낄 수 있죠. 하지만 코로나 초창기부터 지금까지 일괄적으로 마스크에 대한 중요성을 강조하고 또 한국이 우리나라가 코로나에 대응해서 정말 정책을 잘했고 또 국민들이 잘 따라줬고 한국을 따라해야 된다. 이렇게 얘기한 하버드 출신의 바이러스 학자가 있는데요. 네, 바로 칼 라우터 박 교수라고요. 네, SPD의 정치인이기도 하고요. 이분은 지금 거의 현재 독일에서 코로나 이후에 방송을 제일 많이 하시는 분이에요. 그래서 하루에도 몇 번씩 나오는데 각종 뉴스, 시사 프로, 그리고 토크쇼에도 출연을 하고요. 네, 로버트 코크 인스티튜트 투투가 우리나라 질병관리본부의 역할을 하는 곳이에요. 그러니까 거기에서 제일 많이 인터뷰를 초창기에는 했었고 지금 현재는 뭐 거의 안 하죠, 지금. 그런데 거기 다음으로 제일 많이 인터뷰하신 분이 이분이에요. 그리고 지금 현재 상황으로 봐서는 질병관리본부보다 더 많이 한다고 할수 있죠. 로버트 코크 인스티튜트보다 더 많이. 네, 근데 이분은 초창기 때 우리나라에 대해서 정말 많이 언급을 했어요. 그래가지고 너무 많이 얘기를 했는데 요즘은 좀 뜸해요. 요즘은 좀 뜸한데 그래도 지금 방송한 내용을 보시면요. unterzudrücken, so ähnlich wie in Südkorea, dass wir jeden neuen Fall wieder wie am Anfang hätten nachvollziehen können. Dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, so etwas wie das Südkorea Europas zu werden. Das ist auch die Position, die ich glaube. 우리가 한국을 따라해서 유럽에서의 한국이 되어야 한다. 네, 이렇게 얘기를 할 정도인데요. 네, 전혀 뭐 다른 사람 눈치 안 보고. 현재 독일의 코로나 감염 상태는요. 독일에서 지금 코로나 앱이 실행된 지가 3주 정도 됐죠. 3주 정도 됐는데 좀 말도 많고 탈도 많은데 Dass diese Corona-Warn-App bei Handys, die vor allem so zum Beispiel bei iPhones, die so älter als 5, 6 Jahre sind, die da ist so. Nochmal ran. Fertig? Hast du die App auch? Jörgi? Ja, hier funktioniert gut. Da war iPhone, hat nicht funktioniert. Let's fight Coronavirus together. Oh, Benny, es echt nett, ja? Sehr gut. Have you been tested? No?
코로나 앱을 독일에서 지금 시행하고 있는데 그 앱을 만드는데 돈이 얼마나 들었는지 혹시 아시나요? 20밀리온 20밀리온이 들었습니다, 장장. 네, 그래서 어떻게 이렇게 많이 돈이 들었냐 여기에 대한 답은 없습니다. 13밀리온 Abrufe stand heute Abend, um uns und andere zu schützen und eine zweite Welle zu verhindern. Alle sind voll des Lobs. Alles super finden Sie? Dann passen Sie mal auf. Konrad Bott. Was haben andere europäische Länder für ihre Corona-Tracing-Apps ausgegeben? Kontrast hat recherchiert. Es zeigt sich, die Bundesregierung gibt im Schnitt 10-mal so viel aus wie die Schweiz, Österreich oder Norwegen. In Island und Italien haben Unternehmen und freie Mitarbeiter Corona-Warn-Apps kostenlos programmiert, als Krisendienst für Land und Leute. Fragt SAP und Telekom nach einer detaillierten Auflistung der Kosten. Keine Antwort. Die werden auch bei der Präsentation der App letzte Woche kein Wort über die hohen Kosten. Stattdessen nutzt der Telekom-Chef die Aufmerksamkeit. 그냥 다운받은 사람들이 그 숫자고 실제로 그러니까 블루투스를 켜야 하니까 블루투스를 켜고 사용하는지 그리고 또 핸드폰을 안 가지고 가면 또 소용 다니면 소용이 없는데 핸드폰을 가지고 다니는 사람. Sind denn so Ihre Erfahrungen bisher mit der Corona-Warn? Ja, noch gar keine. Also weder positive noch negative. Liegt aber einzig und allein daran, ich habe die erst seit 5 Tagen oder 3 Tagen installiert. Ich bin auch noch nicht so ganz firm im Umgang damit, weil ich immer, wenn ich nachgucke, das neu aktualisieren muss. Also ich weiß noch nicht ganz, wie es funktioniert, ob ich benachrichtigt werde, wenn irgendwas ist. Ich habe sie eigentlich nur runtergeladen, ganz unkompliziert, und jetzt ist sie da drauf. Und mehr nicht. Also einfach simpel, stört nicht, sollte jeder machen, denke ich. Es dauert relativ lang, bis sie reagiert, weil sie erstmal so eine Vorlaufzeit braucht. Da hätte ich gedacht, dass es irgendwie schneller geht. Aber ansonsten gucke ich da regelmäßig drauf und freue mich, wenn es niedriges Risiko bleibt. 그러니까 정말로 이렇게 능동적으로 이 앱을 사용하는 사람은 6천 명 정도가 된다고 하고요. 네, 그래서 이 퍼센트로 따지면은 15%인데. Jetzt kommen wir so dann an die 15% ran. Das ist schon ziemlich gut und ich glaube, was man sich verdeutlichen muss, es müssen nicht alle diese App benutzen, sondern die richtigen. Das heißt, die Menschen, die viel Kontakt haben, die zum Beispiel beruflich viel mit anderen zu tun haben, die vielleicht auch abends mal gern ausgehen. 그런데 아직까지는 좀 미미한 숫자인데 독일 정부에서는 그래도 시작으로 좋다, 시작으로 괜찮은 시작이다. 뭐 유로키는 오늘 여기까지고요. 다음에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.